Hello, do you speak English? Die cover ich Englisch nicht. Jetzt. What do you want? Open. No, I'm not. Make me. No. This keep do. Asik. Hello. Hi, bro. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Sí, también, también, gracias. ¿Ustedes son otaku? ¿Cómo sabías? Pues mira. Bro, acá todo el mundo está buscando for bitches. Solo quieren ver tetas. ¿Ver tetas? ¿Lo encontraste o no? No, 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 ellos, nosotros no. Nosotros no queremos. La gente acá quiere ver tetas. Ah. ¿Vos también? Yo no, yo no. ¿Qué querés? Pues solamente hablar y ya está. Está muy bien. ¿Eres de España o de Uruguay? Para mí no, no es. No, Uruguay no, boludo. Adivínalo. Espera, cállate, cállate. Di algo. ¿Pero qué quieres que te diga? Vos sos de... Decí tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragan un trigo en un trigal. No, sos un topo, boludo. Para, no sos de la hispana. ¿O sí? Pues, no sé. Díjame tú, ¿qué piensas? Sí, soy de España. No, no, no es, boludo. No hablan así los españoles. Sí, no es de boludo. ¿Cómo que? Soy de España. Ok, para. Sos de Estados Unidos, pero tus padres son latinos. ¡Está cara! O sea, ¿tengo una cara de latino? Ok, sos de... No. No, sos de Indonesia. De Indonesia, Italia. Indonesia. ¿Cómo lo sabes, boludo? ¡No! ¡No! Hello. Saúl. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va et toi, merci. Good French. Merci beaucoup. Where are you from? Je suis de Indonésie. Ah, ok. Comment t'as appris à parler français? L'internet. Internet? C'est ça. Comme ça? Ben, ouais. J'ai une question à te demander. Moi, je veux apprendre l'anglais. Comment je peux faire? Ok. Est-ce que j'ai appris le français avec... Tu connais Duolingo? Ouais, ça me dit un truc. Ça me dit quelque chose. C'est une avec application. Ça. Oui, avec ça pour la grammaire. Et j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai vu beaucoup de séries. Et voilà. Même, regarde, moi aussi, je regarde des séries en anglais. Et tu comprends ou pas? Je parle anglais. Oui, des fois, je comprends, mais des fois, je comprends pas. En fait, je parle anglais, mais c'est vite fait. C'est... T'as vu, toi, tu parles bien français. Merci beaucoup. Tu vois, je comprends, des fois, je comprends. Mais parler, j'arrive pas. Ah, ouais. Je vais demander juste comment tu t'appelles, d'où tu viens, quel âge as-tu. Des trucs simples. Moi, je veux avoir une conversation avec la personne. J'arrive pas. Est-ce qu'il faut utiliser tous les jours? Ah, tous les jours. Tous les jours. C'est bien. Merci. Vas-y, mon pote. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Hello. Hey, French. Bonjour. I don't listen to you. Hein? You don't hear me? Putain. Et maintenant? Ah, yeah. C'est bien. You speak French? Ouais, un petit peu. Ah, un petit peu. Tu es français? Oui. Les deux? Oui. Ah, putain, ok, c'est bien ça. Putain, il a dit comme ça. À quel âge as-tu? Je parle bien français. À quel âge avez-vous? On a 15 ans. Et toi? 24. Et vous habitez où? En France? En France, à Marseille. Marseille. Oui. Ah. Tu connais? Oui, je connais. Le nom, oui, je connais. Pour le nom. Hello. 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 Are you gonna skip me again? No. Are you gonna lie to me? No. But my English is not so good, so. Ja, wir können in Deutsch sprechen. Oha. Kannst du Deutsch? Ja, ein bisschen. Ich lerne Deutsch gerade. Also, ja. Ich bin hier für Deutsch üben. Ah, okay. Oho. Ja, oho. von wo kommst du? Ich komme aus Indonesien. Ah, okay. Kennst du Indonesien? Nein. Nein? Nein. Also du hast gehört? Gehört schon, ja. Gehört schon, okay. Aber du weißt nicht, wo ist Indonesien? Ich weiß nicht.
Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Und wie alt bist du? 16. Du? 16. 24. Warum willst du Deutsch lernen? Weil ich bin langweilig. Also ja, ich lerne Deutsch. Wie lange schon? 6 Monate. Wie lange? Achso, okay. Oha, für 6 Monate redest du voll gut Deutsch. Vielen Dank. Bitteschön. Wo wohnst du, in Österreich? Vorarlberg. Also sprichst du andere Sprachen vielleicht? Nein, nur anderer Dialekt. Und wie heißt dieser Dialekt? Das hat eigentlich keinen Namen. Einfach okay. Das ist einfach ein österreichischer Dialekt. Kannst du das sprechen ein bisschen? Denn verstehst du es nicht. Ich habe gesagt, dann verstehst du es nicht. Ich habe gerade im Dialekt geredet. Und wie sprichst du mit dem Dialekt? Denn verstehst du es nicht. Denn verstehst du es nicht. Genau, so ähnlich. Also in der Restaurant, in der Publik, die Leute sprechen diesen Dialekt. Genau. Mit Dialekt. Ah! Genau. Österreich. 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 Ja, ja. Österreich. Österreich. Genau. Okay. Österreich. Also, wie heißt du? Lea. Lea. Genau. Du? Sonny. 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 Aha. Sonny. How do you say nice to meet you in German? I forgot. Schön dich kennenzulernen. Ah. Schön dich kennenzulernen. Freut mich dich kennenzulernen. Freut mich dich kennenzulernen, Lea. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hoffe ich auch für dich. Ciao, tschüss. Ciao. Hallo. 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 Wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut. Selber? Ja, ja, mir geht es auch gut, danke. Okay. There are many people trying to learn German. Ja, du hast eine schöne Sprache. What can we learn? The first thing to learn, of course, are insults. Ah, ja. Beleidigungen. Beleidigungen, ja. And the most important one is Du Hurensohn. Du Hurensohn, ja. Your son of a... Auf jeden Fall. Und die andere ist Beleidigung. Arschloch. Arschloch, ja, okay, Arschloch. It's more like a combination of words to make a insult really good. Okay. How do you say dickhead? I don't know. I don't think there's a direct translation. Aber es gibt Dummkopf. Dummkopf. Ah, Dummkopf. Ja, 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 ja. Dumbhead. Yes. Dummkopf. Okay. Wo wohnst du in Deutschland? Niedersachsen. Niedersachsen. Ah, near Netherlands? Ja. Ah, sprichst du Netherlands? Deutsch? Dutch? Nein, ich kann es verstehen, aber okay. Ich kann es nicht sprechen. Ah, okay. Du kannst verstehen? Okay, das ist cool. Like, nicht perfekt, aber genug, um damit einen Tag in den Niederlanden zu überleben. Aber okay, hast du das gestudiert? Nee. Das ist nur sehr nah. Ich war da sehr oft und mein Vater ist Niederländer. Ah, dein Vater ist Niederländer. Ja. Aber du sprichst mit deinem Vater im Deutsch. Deutschland. Nein, im Deutsch. Ja. Sprichst du andere Sprachen vielleicht? Englisch. Okay, Englisch, ja. Bisschen enttäuschend, aber ich werde jetzt die nächsten 3 Jahre Latein haben. Latein? Okay. Warum? Warum Latein? In der Schule? Weil man das in der Schule machen muss, ja. Muss? Okay, du musst das. Also Latein oder Französisch. Aha. Und ich dachte, ich kann lieber Latein machen. Und warum nicht Frag Französisch? Einfach nicht. Frag nicht. Warum?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, Französisch ist mehr wichtig, nein? Ja, ist es auch, aber... vielleicht möchte ich ja immer mal irgendwas studieren, wofür man Latein braucht oder so. Aber du sprichst Latein mit wer? Niemand. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, freut mich, Digga. Gern gemacht, Bruder. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.